Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich habe mir gedacht, ich nehme euch wieder beim Sticken mit, diesmal bei den Wölfen. Das ist ja das Bild, was ich von der Olga habe. Und es ist ein ganzes Stück weitergekommen. Wir sind jetzt mittlerweile auf Seite 2 und das Stück haben wir jetzt fertig. Ich habe hier ein bisschen Konfetti, deswegen muss ich mal ein bisschen schauen, was ich als nächstes sticken muss. Und ich muss mir auch regelmäßig das Ganze abstreichen, sonst komme ich da durcheinander. Ich habe nämlich keine Lust, am Ende irgendwas wieder aufzumachen. Ja, ich habe die letzten Tage ein bisschen weiter dran gestickt. Nicht viel, immer nur so 3 Reihen pro Tag. Aber das ist ja nicht schlimm. Lieber eine Reihe sticken, als gar keine Reihe sticken. Weil so kommt man wenigstens voran. Und wenn ich es natürlich gar nicht mache, ist ja auch irgendwie blöd. Ja, ist halt gerade nur sehr konfetti-lastig, deswegen muss ich immer ein bisschen schauen, weil die Farben habe ich noch nicht alle so im Kopf. Das heißt, verzeiht mir, dass ich da immer zwischendurch mal nachgucken muss. Die 6. Ja, geht hier weiter an dem Motiv. Das ist ja hier, das was man hier sieht, dürfte glaube ich ein Ohr sein von dem Wolf. Und ich freue mich schon, wenn ich dann endlich das Gesicht irgendwann sehen kann. So, ihr seht schon, ich lege mir gerade hier ein paar Perlen wieder raus, weil es ist jetzt alles die gleiche Farbe, die erstmal kommt. Nur am Ende kommt noch was anderes. Ja, ich habe hier, wie gesagt, die letzten Tage dran weitergemacht. Woran ich jetzt länger nicht gestickt habe, war Drago. Diesen Drachen, den ich mache, mit dem vielen blauen Hintergrund. Dafür habe ich aber halt an dem Bild weiter gestickt. Ne? Also ich glaube, bei Drago hatte ich jetzt 5 oder 6 Seiten. Ich glaube, 6 Seiten oder bin auf der 6. Seite. Da fehlt auch noch einiges, aber na gut, jetzt habe ich mich entschieden, hier dran weiterzumachen. Ich wechsle halt die Projekte immer mal. Mal an dem, mal am Drago, mal an der Katze, mal an Ariel. Das ist ganz unterschiedlich. Das Einzige, woran ich jetzt wirklich gar nicht mehr gestickt habe, ist die fliegende Nachteule. Die wird doch erstmal warten. Da werde ich jetzt erstmal an den anderen Projekten hier weitermachen, bevor ich dann an der weitermache. So, mal wieder abstreichen, dass wir uns hier nicht in der Reihe vertun. Ja, wenn ich die Reihe fertig habe, dann habe ich noch 5 Reihen. Dann habe ich die Hälfte von der Seite geschafft. Dann fehlt nur noch eine Hälfte und dann haben wir Seite 2 fertig. Ja, ich habe aktuell frei, deswegen nutze ich da die Zeit zum Sticken, aber auch zum Penken. Ich bin aktuell an der Katze dran von Diamond Painting mit Herz. Die painte ich aktuell. Da wird es aber kein weiteres Video zu geben zu der Katze, also weder Painted mit mir noch sonst irgendwas. Also die werde ich fertig machen ohne die Kamera. Die hatte ich ja mal im Stream angefangen, aber die werde ich nicht mehr zeigen. Das hat einfach seine Gründe, warum. Ich werde da auch nicht mehr weiter näher drauf eingehen. Ihr werdet das Bild aber auf jeden Fall dann in meinem Video mal sehen, wenn ich mal wieder diese fertigen Bilder zeige, da werde ich das auf jeden Fall euch zeigen, wie es ausschaut. Jetzt haben wir einen Knoten drin, mal gucken. Kein Stick mit mir ohne Knoten, ne? Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie dieses Bild hier aussehen wird, denn auf dem Vorschaubild ist der Hintergrund eigentlich nicht so hell. Ich finde es nicht schlimm, aber ich bin gespannt, wie das wirken wird. Wie das am Ende ausschaut. So, jetzt mal gucken, nicht, dass ich gleich wieder die 3 vergesse. Ja, ich habe euch ja gesagt, es werden ja keine neuen Bilder einziehen. Die letzten, die eingezogen sind, sind ja dieses Paar gewesen mit dem Kaffee.
diese Teilmotive von der Nadja. Und es soll kein weiteres Perlenstickbild mehr einziehen. Einfach weil ich schon so viel habe und ich muss einfach mal was abarbeiten. Es ist nicht so, dass mir keine Motive gefallen. Also da gibt es einiges, was mir gefällt. Aber es muss jetzt mal was fertig werden. Ein paar Erfolge und deswegen werdet ihr halt viele Stickt mit mir bekommen. Sehr viele Stickt mit mir. Ich hoffe, mir fallen dann noch Themen ein, über die wir reden können. Wir lassen uns mal überraschen, was die Zeit bringt. Also zur Winterzeit will ich auf jeden Fall mit euch diesen Winterkranz sticken. Das ist ja das ganz große Ziel auf jeden Fall. Ich denke mal, damit werden wir im November anfangen und werden dann den entsprechend auch bis Dezember sticken. Fertig wird er mit Sicherheit nicht. Aber da werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen. Ja, ich stecke immer noch mit diesen Big Eye Nadeln. Meine ist verbogen, aber das ist nicht schlimm. Ich habe jetzt auch von dem einen oder anderen gehört, dass sie die sehr gut finden, dass sie die auch getestet haben. Das freut mich, dass ich euch da weiterhelfen konnte. Also ich bin da ja auch sehr dankbar, dass ich diesen Tipp von der lieben Vicky bekommen habe. Sie hatte mir nämlich diese Big Eye Nadel empfohlen. Sie stickt ja selber schon viele Jahre und nutzt die halt auch und findet die super. Und mich hat das vor allen Dingen halt gestört bei den normalen Nadeln, dass die einfach ja erstmal sehr, sehr kurz sind und zweitens, dass die einfach spitz sind. Ne? Also ich habe mir ständig in den Finger gestochen und ständig in diesen hier in diesen Reihen halt rein, dass ich ja gar nicht mehr richtig getroffen habe und so weiter, die Löcher, weil die halt immer in diese Zwischendinger reingegangen sind und das war einfach so nervig. Das hat man einfach bei diesen Nadeln hier nicht. Ich meine, klar, die sind für AIDA-Stoff geeignet, nicht für vorgedruckte Bilder, da müsst ihr schon die mit der Spitzennadel nehmen. Aber für AIDA finde ich die sehr gut. Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, dass die sich verbiegen. Also mir macht das da nichts aus. Klappt alles wunderbar. Da bin ich auf jeden Fall sehr dankbar, dass die liebe Vicky mir diesen Tipp gegeben hat und dass ich euch diesen Tipp weitergeben kann. So, mal gucken. Jetzt haben wir nämlich kurz zwei andere Perlen drin. Ja, ich stecke auch immer noch mit diesem Titangarn. Ich zeige es euch nochmal, habe ich euch schon ganz, ganz oft gezeigt. Mit diesem hier 60E. Das nutze ich eigentlich immer für meine Bilder, ist egal ob Vordruck oder nicht Vordruck. Jetzt habe ich schon fast die falsche genommen. So. Egal ob ich halt auf AIDA oder auf Vordruckbilder sticke, das nutze ich immer. Das werde ich auch benutzen, wenn ich diese beiden günstigen Bilder mache. Von, wo habe ich die nochmal gekauft? Wir haben so einen China-Shop. RDE Craft oder so. Also einer von diesen Shops, da habe ich nämlich welche mal gekauft. Die habe ich euch auch gezeigt. Das war dieser eine Zwerg, Gnom und das Einhorn. Da werde ich das Garn auch benutzen. Ja, farbiges Garn nutze ich momentan halt gar nicht. Das hatte ich mir mal gekauft damals für ein Rundstickbild. Habe ich aber seitdem nicht mehr genutzt. Das habe ich auch jetzt erstmal weggeräumt, aber vielleicht kommt das wieder. Mal schauen. Kann man ja auch anderweitig benutzen. So ist es ja nicht. So, jetzt ist der Faden nicht mehr ganz so lang. Wir gehen aber auf jeden Fall gleich noch in die nächste Reihe. Ich mache es immer so, wenn ich die letzte Perle halt sticke, dann drehe ich auch schon. Und dann drehe ich schon den Stoff um, weil das dann für mich einfacher ist. Ich mache es auch immer noch, dass ich halt so schräg sticke, also nicht ganz normal wie andere Stickerinnen. Die Mine zum Beispiel vom Kanal Kunterbund Mine, die macht das ja immer ganz normal. Die hält das Bild ganz normal vor sich, als würde sie es anschauen.
und stick dann halt immer von unten nach oben, von oben nach unten. Ich kann das einfach nicht, es ist für mich total unpraktisch. Ich sticke es halt immer von der Seite. Also ihr seht das jetzt auch ein bisschen auf dem Kopf. Also sprich, diese Ecke ist oben links. So, da haben wir am Ende dann nochmal einen Farbwechsel drin, okay. Ja, ich denke, ihr könnt aber soweit alles gut erkennen. Das Perlensticken macht mir nach wie vor immer noch riesigen Spaß. Also ich mache das total gerne. Ich liebe das Perlensticken. Es ist ein ganz tolles Hobby und einfach mal eine Abwechslung zum Diamond Painting. Muss ein bisschen rutschen, damit ihr was sehen könnt. Ne? Ja. Und ich wechsle halt immer gerne ab, vor allen Dingen bei dem aktuellen Bild, was ich halt mache, das versiegle ich zwischendurch halt immer schon. Das heißt, ich mache ein Kästchen, versiegle das und dann lasse ich das trocknen und in der Zeit sticke ich und dann später mache ich da halt dann weiter. Manchmal mache ich da auch zwei Kästchen und versiegle dann, aber weil ich jetzt aktuell so in der Mitte arbeite, versiegle ich immer noch ein Kästchen und lasse es dann einfach trocken. Ja, ich bin sehr gespannt, was da noch alles kommt im Bereich Sticken, also Perlensticken, welche YouTube-Kanäle noch dazu kommen, wer sich traut anzufangen. Also ich höre immer mehr von den Leuten, dass sie sich nun trauen und auch jetzt Perlenstecken machen und da ist ja wirklich nichts Schwieriges bei. Also ich habe das ja schon ein paar Mal erzählt, als ich damals halt mir überlegt habe anzufangen oder sagen wir mal so, ich fand immer das Hobby sehr, sehr toll. Ich habe das immer sehr bewundert, jetzt kriege ich die Perlen nicht rein. Ich habe das ja immer bei der Mine gesehen und habe mir das auch immer angeschaut, auch ihre Livestreams und so. Aber für mich selber war das immer so, nee, Nadel und Faden, nie. Also ich kann zwar nähen, das ist nicht das Problem. Ich schaffe es auch auf einer Nähmaschine zu nähen, auch von Hand zu nähen. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Aber es war immer so, Nadel und Faden, nee, muss jetzt irgendwie nicht sein. Ich muss gerade mal wieder abstreichen. Und dann, ja, hat die Mine das aber immer gezeigt und ich dachte mir, oh, eigentlich willst du das auch mal probieren, das sieht so cool aus. Ja, dann habe ich mir damals ein Bild gekauft und ich war hin und weg. Also, ich war hin und weg. Es gab natürlich auch mal Phasen, da habe ich nicht gestickt. Aber das habe ich auch im Diamond Painting. Also, da habe ich eine ganze Zeit lang gestickt, aber kein Diamond Painting mehr gemacht. Mehrere Wochen. Und habe ja dann vor ein paar Wochen wieder mit dem Diamond Painting angefangen. Also, probiert es einfach aus. Kauft euch ein kleines Motiv. Schaut einfach, ob es was für euch ist oder nicht. Und ich kann das wirklich nur empfehlen. Und kommt halt auch immer ganz oft diese Frage, ja, was ist denn besser? Auf Vordruck oder auf AIDA? Das müsst ihr einfach für euch selber entscheiden. Bei mir war es halt so, dass ich am Anfang AIDA total gehasst habe. Ich mochte das gar nicht. Es war aber bei mir auch so, dass ich vorsortiert habe. Ich habe ja diese Hundeleckerli-Matte von Amazon. Da habe ich halt meine Perlen vorsortiert, als ich auf AIDA gestickt habe. Das war dieser kleine Hund, den ich mal bei Mine damals im Shop gekauft habe. Und ich fand das ganz furchtbar. Es hat mir alles überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich habe es richtig gehasst. Es war auch eine Qual, dieses Bild zu Ende zu machen. Also das hat auch lange gelegen, bevor ich es dann zu Ende gemacht habe. Und dann habe ich ja die Nachteule angefangen, einfach weil ich das Motiv wunderschön finde. Und plötzlich hat es mir total Spaß gemacht und da war es dann so, ich sticke lieber auf AIDA als auf Vordruck. Ist jetzt nicht so, dass ich keinen Vordruck mag, also ich sticke immer noch gerne auf Vordruck. Aber wenn ich mir es aussuchen kann, ob ich AIDA oder Vordruck wähle, dann wäre es definitiv AIDA. Es ist einfach angenehmer zum Sticken und ja, ich persönlich finde es besser. Aber es ist natürlich so, dass es sehr viele große Motive auf AIDA gibt. Ja, die meisten sind schon relativ groß, kann man schon so sagen. So, wir müssen jetzt einmal hier den Faden wechseln. Das machen wir jetzt auch mal. Kann ich euch ja mal zeigen, wie ich das mache. Also, ich weiß, dass es viele anders machen. Die machen sich nicht hier so ein Geknote wie ich.
Ich mache das aber. Mein Faden ist jetzt ein bisschen kurz. Normalerweise lasse ich den immer noch länger. Ich mache immer zwei Knoten rein. Ich denke, ihr könnt es ja ganz gut sehen. Ich suche mal einfach ein Stück raus, mache dann den Knoten. Gerade gucken. Bevor ich nämlich den Faden mit einknote. So, und wenn ich dann zwei Knoten gemacht habe, dann vernähe ich den Faden einfach wild irgendwie durch die Gegend. Ich hoffe, dass ihr das jetzt auch gleich sehen könnt, dass die Kamera auf scharf stellt. Ich bin ein bisschen weit unten. Ne? Naja. Ja, dann vernähe ich halt einfach durch die Gegend. Und ja, das geht auch mit dieser Nadel hier. Und wenn ich dann einfach der Meinung bin, ja, das passt so, dann schneide ich den Faden einfach ab. So, Schere. Und fertig. Dann schneide ich den Faden einfach ab und fertig ist. Jetzt nehmen wir einen neuen Faden. Ja, also AIDA ist, Entschuldigung, hier steht noch ein Glas, AIDA ist nicht schwerer als Vordruck, das ist Quatsch. Es ist einfach anders, weil man halt ja nicht direkt weiß, okay, diese Farbe musst du jetzt sticken, sondern man muss halt wirklich auf sein Beiblatt gucken und muss gucken, was man als nächstes sticken muss. Aber schwerer ist es definitiv nicht. Und die Bilder sind auch nicht teurer auf AIDA. Ja, die sind einfach größer und deswegen sind sie teurer. Es ist klar, weil wir eine höhere Anzahl von Perlen haben. Aber die sind nicht teurer. Und es ist auch so, dass die Tokareva-Bilder nicht teuer sind. Auch wenn ihr da so einen Preis seht von 100 oder 200 Euro. Ich habe da ein Motiv, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich weiß nicht, wie es heißt. Es ist ein nicht ganz so altes Motiv. Es ist relativ neu mit so einer asiatischen Frau, die sehr, sehr viel Rot im Hintergrund hat und so einen japanischen Drachen vor dem Körper hat. Das Bild kostet 240 Euro oder so. Ja, natürlich, 240 Euro sind verdammt viel Geld und man muss wahrscheinlich. Oder die meisten müssen wahrscheinlich darauf sparen, weil sie sich das nicht einfach so leisten können. Aber es ist ein riesiges Bild. Ich weiß jetzt nicht, wie groß das Bild ist, aber es ist sehr, sehr groß. Und man ist da wirklich Ewigkeiten mit beschäftigt. Also es ist jetzt egal, ob ich mir da, keine Ahnung, mehrere kleine Bilder kaufe und ich die mache. Oder ein riesiges, womit ich einfach monatelang beschäftigt bin. Also das macht man nicht mal eben so ein Bild. Und deswegen sind die auch einfach nicht teuer. Ja, natürlich, der Preis schreckt da erstmal ab, wenn man das sieht, aber man ist da wirklich Ewigkeiten dran und ist beschäftigt. Man muss drauf sparen, klar. Ja, man muss mal ein bisschen sparen, wenn man sich sowas kaufen möchte. Aber die sind halt nicht teuer. Ich habe mittlerweile ja wirklich mehrere da, auch mehrere Tokarevas. Da werde ich Ewigkeiten dran sitzen, bis die irgendwann mal komplett fertig sind. So, jetzt haben wir den Faden gewechselt. Ist ja schön. Und dann muss ich mal gerade gucken, wo sind wir denn jetzt? Ja, muss ich hier gleich mal wieder das Weiß nachfüllen. Das ist nämlich fast leer. Ja, also ihr müsst selber entscheiden, was ist für mich besser. Ist es AIDA oder ist es halt auf Vordruck? Das müsst ihr probieren. Also bei mir war es wirklich so, ich habe es am Anfang total gehasst. Ich mochte es gar nicht. Und jetzt aber bin ich so, dass ich sage, es gefällt mir sogar besser. Und es ist definitiv nicht schwerer. Ne? Klar, ihr müsst dann schauen hier,
auf euer Ballblatt, wo seid ihr? Ja, ihr müsst dann immer genau gucken, ihr müsst es beim Vordruck halt nicht abstreichen. Aber ihr könnt einfach drauf lossticken und müsst dann halt zwischendurch gucken, okay, wo bin ich? Gerade bei vielen Farbwechslern würde ich mir das schon abstreichen, dass ihr immer genau sehen könnt, wo seid ihr, dass ihr nicht in der falschen Reihe landet. Das müssen wir mal gerade gucken. Jetzt haben wir davon noch 3. Und dann fangen wieder unsere Farbwechsler an. Ja. Man ist wirklich eine ganze Weile beschäftigt. Ne? Also wir müssen jetzt überlegen. Ich weiß jetzt nicht genau, wann ich hier eben hier angefangen habe, aber ich habe jetzt ungefähr eine ganze Reihe gestickt und ich habe dafür 20 Minuten gebraucht. Ne? Und wenn ihr überlegt, wie viele Reihen ihr auf so ein großes Bild sticken müsst, da seid ihr ewig mit beschäftigt und ihr habt wirklich lange was von eurem Geld. Und Perlensticken ist auch viel langsamer als Diamond Painting. Viel, viel langsamer. So, jetzt fangen wir meine Farbwechsler an. Jetzt muss ich mal wieder meine Legende dazu holen. Ich hoffe, ihr könnt noch was sehen. Ich bin, glaube ich, relativ weit unten im Bild. So, da haben wir jetzt das hier. Die 6. Für diejenigen, die sich übrigens fragen, wie lang machst du immer deinen Faden? Also wenn ich den von dieser Rolle abrolle, nehme ich den ungefähr 10 bis 12 Mal, dass ich mir die um die Hand so wickle, hier so rum. Dann schneide ich ihn ab. Das ist für mich so eine Länge, wo ich sage, ja, das ist in Ordnung. Damit kann ich gut arbeiten. So, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich mich hier nicht vertue mit den Perlen. Ihr seht ja auch hier die Perlen, also die sind wunderschön. Einige davon habe ich noch gar nicht benutzt, die werden alle noch kommen. Die 19 zum Beispiel auch. Die sieht jetzt, glaube ich, in der Kamera sehr dunkel aus. Das ist ein richtig schönes Blau. Und jetzt haben wir wieder dieses hier. Und dann wieder dieses. Ja, was ich euch auch wirklich ans Herz legen kann, sind diese Perlenbücher. Oder ich habe auch schon gesehen, dass es die als einfaches Brett halt bekommt, in verschiedenen Größen. Ich habe ja mit Medi-Bechern gearbeitet und tue es ja teilweise immer noch. Also zum Beispiel die Katze, das Rundstückbild, was ich mache, da arbeite ich mit Medi-Bechern. Und ich habe hier am Schreibtisch vor ein paar Tagen gesessen und habe dann gestickt und habe mir gedacht, boah, ne. Es ist halt so, man hat erstmal dieses Perlenbrett, das hatte ich ja damals auch von Mine bekommen. Das ist ja, ich weiß nicht, so hoch, also es ist so hoch vielleicht das Brett ungefähr. Und dann sind ja da diese Ausstanzungen drin, diese runden. Ja, man kann die Perlen da auch direkt reinmachen, aber es ist halt nichts, womit ich es zumachen kann. Deswegen mache ich das halt nicht. Und dann hat man einfach noch diese Medi-Becher da drin und dann muss man halt greifen und dann ist das ganze Ding so hoch und dann habe ich das hier auf dem Schreibtisch stehen und dann muss ich den Arm so hochheben, um mir meine Perlen daraus zu holen. Dann ist das vielleicht noch eine Farbe, wo nicht mehr viel von da ist und ich muss besonders weit noch ins Döschen greifen. Ja, also irgendwie kann ich das mit Medi-Bechern gar nicht empfehlen. Ich habe mir die ja damals extra fürs Sticken eigentlich gekauft. Aber empfehlen kann ich es nicht wirklich. Also ich empfehle euch da diese Perlenbücher oder diese, die man einfach nicht zuklappen kann, wo einfach nur eine Plexiglasscheibe drauf ist. Die kann ich euch wirklich empfehlen. Und gerade ist es schön, dass die einfach hier schon eine Nummerierung haben. Wenn ihr nicht mit Nummerierung arbeitet, sondern mit Symbolen, ist das ja kein Problem. Ihr könnt ihr das Symbol euch einfach hier drauf machen. Ne? Einfach entweder aufmalen und dann mit dem Sticker hier draufkleben oder ihr habt da schon Etiketten dabei, die ihr draufkleben könnt. Empfehle ich definitiv viel, viel mehr. Finde ich definitiv besser. So, jetzt muss ich nochmal gucken, wo ich hier gerade bin. Ich weiß es nämlich gerade selber nicht, weil ich so viel gequatscht habe. Ich glaube, ich habe auch irgendwie die falsche Farbe gestickt. Was habe ich denn hier gestickt? Ja, definitiv die falsche Farbe. Also, ja.
und seid immer hier live dabei. Und wenn ich sehe, ich habe die falsche Farbe gestickt, dann hole ich mir einfach die Perle wieder rauf. Und der Vorteil einfach bei den Big Eye Nadeln ist, ich nehme jetzt einfach wieder meinen Faden, mache mir das Big Eye auf, wenn ich es dann schaffe mit meinen Gelnägeln, setze den Faden wieder ein, fertig. Ich brauche doch nichts großartig machen. So, jetzt schauen wir aber nochmal, wo wir jetzt waren. Wir müssen zwei helle Perlen setzen. Ja, also diese Perlen, Bücher, Perlenbretter kann ich euch definitiv ans Herz legen. Wenn ihr da die Chance habt, an sowas zu kommen, kauft euch das. Ich habe ja zwei mittlerweile davon, weil ich ja einfach den Drago da drin einsortiert habe und jetzt dieses Bild. Und ich kann es wirklich für alle nur empfehlen, diese Bretter für alle Bilder. Das ist viel, viel besser. So, ich würde sagen, wir machen einfach hier noch die Reihe zu Ende. Beziehungsweise das Kästchen. Dann haben wir nämlich schon eine halbe Stunde fast hier. So, jetzt kommt aber das, was ich eben hatte. Ihr seht, glaube ich, gar nichts. Ne? So. So, das hier. Ja, man kennt natürlich nach und nach immer die Perlen irgendwann auswendig. Man weiß dann, welche Farbe was ist. Aber ich muss es tatsächlich noch nachgucken, weil ich natürlich viel eintönig hier sticke und ich das nicht brauche. So, dann kommt das. Ja, wenn euch mein Video gefallen hat, dann würde ich mich wie immer natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren da und abonniert sehr, sehr gerne meinen Kanal. Dann weiß ich, dass ihr Freude an den Sachen habt, die ich euch zeige, am Sticken und an den Diamond Painting Bildern. Also da würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.